Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Wanderkanal von Strauchs Wanderlust. Sarah und ich gehen heute den Industriekultur-Wanderweg Schleife-Quierschied. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Hallo Leute, heute ist Tag 2 im Saarland der Ausgangsbeschränkungen. Gott sei Dank darf man noch in den Wald, aber was man so in den Medien hört, kann es sein, dass es heute unsere letzte Wanderung wäre, denn die Maßnahmen sollen eventuell noch mehr verschärft werden. Wir sind gespannt. Wandern trotz Corona, das darf man ja noch. Solche Schilder findet man nur an öffentlich zugänglichen Gegenden, im Wald überhaupt nicht. Schade. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder zu Hause angekommen. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen.
Das einzigste Manko war die Beschilderung. Die war mal wieder beschissen. Nur an öffentlichen Stellen im Wald überhaupt keine Beschilderung. Schade eigentlich. Die Schleife hat uns nämlich besser gefallen wie die von Friedrichsthal. Wenn euch diese Tour gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao ciao und bleibt gesund. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist... Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Wanderkanal von Strauchs Wanderlust. Heute gehen Sarah und ich den Industriekulturwanderweg Schleife Quierschied. Diese Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wollt, dann schaut einfach hier.